Herzlich willkommen zu meinem Video Stretch 3.0 einfache Verzweigungen. Und du wirst mit Hilfe dieses und der anderen Video des Scratch Tutorials rasch Schritt für Schritt mit Hilfe der kostenlosen Software bzw. Webseite Scratch den Einstieg in das Programmieren finden. Mach am besten gleich mit mir. In der Videobeschreibung hier unten findest du eine Liste mit allen Scratch Videos. Wir sind ja hier jetzt beim dritten aus der Reihe. Und wenn du sie aber am Anfang durcharbeitest, wirst du dich sicherlich rasch mit Scratch zurechtfinden. Ja, in diesem dritten Video hier geht es um einfache Verzweigungen. Ich habe hier wieder das Programm hereingeholt, wie du Scratch-Blöcke hereinziehst und so weiter, aus dem ersten Video schon kennengelernt. Und hier geht es jetzt dann wirklich Schritt für Schritt ein bisschen mehr ins Detail. Wir haben hier wieder die Katze. Und wenn ich jetzt hier das Programm starte, dann passiert etwas. Es wird zuerst 0 und dann werden bestimmte Dinge hier dann eingeblendet. Und worum es da geht, werde ich dir jetzt einmal Schritt für Schritt zeigen. Ja, wenn angeklickt wird, dann wird dieses Programm hier gestartet. Dann haben wir hier eine Schleife, das was da drin ist, wird dann 10-mal wiederholt, das heißt die Katze dreht sich, haben wir schon mal besprochen. Dann haben wir hier Variablen, diese Variable Zahl wird auf 0 gesetzt, du kannst dich erinnern, das geht hier in diesem Bereich hier in dieser Art von Blöcken, setzt man es auf 0. Und dann haben wir wieder hier eine Schleife, die geht von hier bis da unten, das heißt alles was da drinnen ist, alle Blöcke die da drinnen sind, werden 5-mal gemacht. Dann haben wir hier Sage, da sind wir hier im Aussehenbereich dann erinnern und er sagt dann die Zahl für eine Sekunde, das heißt den Wert, den die Variable Zahl hat, wird dann für eine Sekunde gesagt. Und damit sind wir hier bei dem, was wir hier uns dann genau anschauen wollen, das sind hier die sogenannten Verzweigungen. Ich habe hier mal etwas zusammengestellt, es gibt hier verschiedene Verzweigungen, das ist immer falsch und dieses falsch siehst du dann hier immer dann herüben dann Steuerungsbereich. Hier hast du verschiedene Falls-Möglichkeiten. Falls und so weiter, falls dann und dergleichen mehr. Also wie auch Schleifen findest du hier diese Verzweigung hier in diesem Bereich. Und diese Verzweigungen dienen eigentlich dazu, dass man schaut, es gibt bestimmte Bedingungen. Wenn eine Bedingung erfüllt ist, dann wird das gemacht. Oder wenn die andere Bedingung erfüllt, wie hier falls, dann das. Und sonst wird das hier gemacht. Damit kann man dann auf bestimmte Bedingungen reagieren. Wie zum Beispiel hier auf bestimmte Werte. Wenn Werte nämlich von Variablen. Wenn die Variable Zahl zum Beispiel einen Wert von kleiner 20 hat, wird das hier gesagt. Und wenn, man kann dann das noch kombinieren mit den sogenannten Operatoren. Operatoren haben wir im vorgehenden Video mit dem Rechnen schon kennengelernt. Es gibt aber auch solche Arten von Operatoren, wenn man und, oder, wenn das der Fall ist und das der Fall ist, dann passiert das. Oder wenn das der Fall ist oder das der Fall ist oder wenn etwas nicht der Fall ist. Das sind sogenannte Operatoren. Und diese Operatoren, wie hier zum Beispiel und, oder, kann man hier verwenden. Um zu schauen, wenn diese Bedingung hier erfüllt ist, wenn also beides hier der Fall ist, dann würde das hier gesagt werden. Es wäre in dem Fall natürlich schwer möglich, dass dieselbe Variable kleiner als 20 ist und größer als 30 ist. Also diese Bedingung wird nie erfüllt sein. Das heißt, das, was hier drinnen ist, wird dann nie ausgeführt werden. Das hier ginge dann eher, falls die Zahl größer als 20 ist, wird das gesagt. Wenn die Zahl, also der Wert der Variable in Zahl kleiner ist, dann würde das hier gemacht werden. Ja, dann gibt es und, oder und diese Operatoren. Und hier, wenn wir in unser Beispiel zurückkommen, falls der Wert der Variablenzahl kleiner als 3 ist, wird das hier gesagt. Und wenn aber dann der Wert, dann geht es weiter, wenn es größer ist, dann würde das hier gesagt werden. Und es würde dann, wir sind in dieser Schleife, wenn du dich erinnerst, wenn hier diese 10er Schritte gegangen, es wird für eine Sekunde gewartet, ja, und dann wird aber dann, das ist der entscheidende Schritt, wird dann der Wert der Variablen um 1 erhöht. Das heißt, beim ersten Mal, wenn es reinkommt, wird dann das hier gemacht, weil hat er noch die Variable Zahl im Wert von 0, dann geht es weiter und jedes Mal, wenn diese Schleife durchlaufen wird, sie wird 5-mal durchlaufen, wird der Wert um 1 erhöht. Und zum Schluss sagt dann die Katze, die Zahl ist größer als 3, das ist dann das hier, und nachdem sie 5-mal durchlaufen ist, ist das Programm dann auch beendet. Ja, ich glaube, jetzt hast du gut verstanden, was einfache Verzweigungen sind. Wir sehen uns dann sicherlich gleich wieder im nächsten Video mit dem richtigen Dreh ein Rechteck malen. Da geht es dann ums Malen mit Scratch.